Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Video von mir. Und zwar ist es diesmal wieder ein Haul, ja. Ich habe ja schon länger keinen mehr hochgeladen. Und ich habe wieder eingekauft bei Doreen Beats, das allererste Mal. Und ich muss sagen, das ging rucki zucki, war die Bestellung hier. Da steht ja auch, also man kann ja auswählen, welche Versandart man möchte bei Doreen Beats. Und ja, ich habe die genommen, die zollfrei ist. Und die 10 bis 15 Tage dauert und das ist wirklich rucki zucki ist das da. Und weniger als 2 Wochen ist wirklich klasse. Und dann haben wir noch einen kleinen China-Haul. Allerdings ist mir eine Rolle abhanden gekommen. Ich hatte sie eben noch, als ich das drehen wollte. Aber jetzt ist sie irgendwie weg. Ich weiß auch nicht. Ich würde sagen, mit der fangen wir auch mal an. Und zwar haben wir als allererstes diesen Stickerbogen von Alice. Also das war random, ich konnte es mir nicht aussuchen. Und habe 4 Stück genommen. Und hier haben wir einmal, beziehungsweise zweimal Alice. Also ich habe zweimal dieselben bekommen, leider. Schade. Naja, aber so hat man sie doppelt und ich finde, die sehen recht schön aus. Und deswegen haben wir hier Alice. Ja, und dann habe ich noch zweimal Cinderella bekommen. Die habe ich jetzt dreimal, weil die habe ich beim letzten Mal auch schon bekommen. Jetzt schaltet es nicht scharf. Jetzt. Ja, das ist dieser Bogen hier. Auch zweimal. Ja, den habe ich jetzt, wie gesagt, mittlerweile dreimal. Das ist, naja, schlimm ist es nicht. Ist kein Problem. Aber ist halt schade. Ich hätte gern die andere auch gehabt. Schneewittchen wäre es gewesen. Ja. Und dann habe ich einmal ein Washi-Tape von Little Twin Stars. Ja, das ist so. Sieht man das? Schaltet wieder nicht scharf. Ja, das sind auf jeden Fall Zeichnungen von den Little Twin Stars. Sieht man jetzt leider nicht. Ist ja super. Oder machen wir einmal so. Vielleicht zeigt das ja dann so. Nee, leider nicht. Aber auf jeden Fall sieht man da so ansatzweise Little Twin Stars. Und ich habe noch eins, da sieht man sie auch noch mehr. Allerdings, wie gesagt, ist mir das irgendwie abhanden gekommen. Kann ich euch jetzt nicht sagen, wo das ist, sonst hätte ich es euch gerne gezeigt. Naja, fangen wir an mit Doreen Beats. Ich habe hier oben schon mal aufgemacht. Und da sehen wir einen Beutel und das. Ich nehme das mal aus dem Bild und würde sagen, beginnen tun wir dann mit diesen hier. Ja, das sind so Crystal, ja, Sticker, beziehungsweise so Blumen, ja, wie man sieht hier, Blumenstraßsteinchen. Die sind richtig, richtig schön. Ich zeige euch mal die Bestellnummer, falls ihr die auch bestellen wollt. Ja, also rein theoretisch, falls der Fokus hier was macht. Ah, jetzt. Da ist die Bestellnummer. Ich würde sagen, packen wir mal aus, weil das sind mehrere Bögen. Mache ich mal gerade hinter der Kamera. So, so. Reißen wir es mal kaputt. So. Gut verpackt auf jeden Fall. So, ich habe es geschafft. Ja, das ist einmal so in Creme, würde ich sagen. Oh, das sind ja gar keine Blumen. Das sind ja normale Strasssteine. Das ist aber seltsam. Ja, das sind irgendwie normale Strasssteine dabei. Dann haben wir wieder hier diese Blümchen in hellblau. Die sehen wirklich wahnsinnig toll aus. Haben eine super Farbe. Dann haben wir sie hier in grün. Ne, und hier sind sie in weiß. Das andere ist so leicht roséfarben vielleicht, kann man sagen. Ja, so ein leichter Roséschimmer. Ja, eine andere ist dabei. Weiß ich jetzt auch nicht, warum. Ja, würde ich sagen, nehmen wir mal den Sack raus. Also so ein bisschen, was ist es? Wie gesagt, ist die erste Bestellung. Man testet sich ja dann erstmal ran, wie ja, das funktioniert. Dann haben wir hier eine Pinzette, weil ich habe dieses ganze Grundequipment auch noch nicht und deswegen ja, habe ich sowas dann auch mitbestellt. Ich werde auch nochmal bei Doreen Beats bestellen und dann noch mehr so holen, so Zangen und sowas. Ja, das ist auf jeden Fall hier so eine Pinzette, noch einmal. Eine Pinzette habe ich mitgenommen. Na? Also heute mag der Fokus mich absolut nicht. Ein bisschen nervig.
Ja, das ist die Pinzette. Jetzt habe ich ganz vergessen, euch die Nummer zu zeigen. Das ist diese hier. Na Gott sei Dank, es wird scharf. Das ist die Nummer von der Pinzette. Dann haben wir als nächstes kleine Röschen. Zeige ich euch erstmal die Nummer. Oh. Da ist die Bestellnummer. Dann würde ich sagen, holen wir sie mal raus. Ui, die sind wirklich ganz, ganz mini. Upala. Wie man sieht, in Pink und in Lila. Ja, in Beige, in Blau. Hier haben wir hier noch Blau. Die sind wirklich ganz, ganz klein. So für aufs Resin aufzukleben oder so. Das sind so ganz kleine Röschen. Moment mal, ich habe eine verloren. Packe ich da mal wieder rein. Die Nummer habe ich euch ja gezeigt diesmal. Dann haben wir einmal größere Rosen. Ist diese Nummer. Oh, jetzt hat es scharf geschaltet. Wahnsinn. Brauche ich, glaube ich, nicht rauszuholen. Die sieht man ganz gut. Die sind so in Grau, in Blau, in Rosa. Und die sind so ein bisschen größer. Da haben wir eine Rechnung, die brauchen wir jetzt nicht. Dann haben wir hier ganz klein so Knöpfe, als Knöpfe kann man die nehmen oder als Anhänger von My Melody. Mit dieser Nummer, da ist auch nur eine kleine, habe ich genommen, ist ein S. Es sind drei Stück. Ja, da habe ich mich ein bisschen verguckt. Also, das sind Mini-Mini-Perlen. Also, die sind wirklich richtig mini. Aber richtig hübsch. Also diese gestreiften Perlen, das sind richtig schöne Perlen. Da ist die Nummer. Ist auch eine Small-Packung, wie man sieht. Das war zum Testen gut, dass ich das gemacht habe, weil die sind wirklich mega klein. Ja, dann haben wir als nächstes hier so kleine Herzchen. Auch aufs Resin aufzukleben. Es ist auch eine Small-Tüte. Das ist die Nummer. So, dann haben wir so wunderhübsche Pailletten. Also die haben wirklich ganz, ganz tolle Farben. Also die glänzen und auch, das sieht man gar nicht richtig, aber die sind wirklich toll. Da ist die Nummer. Rein theoretisch. Ach. Ja, also der Fokus mag mich heute nicht. Da. Das ist auch eine Small-Tüte, auch eine kleine. Und die haben wirklich eine wunderschöne Farbe. Also die sehen wirklich klasse aus. Dann haben wir als nächstes diese Perlen hier. Ich glaube, die kennt ihr auch alle schon. Die habe ich schon ziemlich häufig gesehen in Holz. Da ist die Nummer. Es ist so diese, ja wie gesagt, Pastellfarben, so in Rosa und Lila und Blau. Die sind auch recht klein, also recht mini. Aber sehr, sehr schöne Farben, gefallen mir sehr gut. Als nächstes haben wir dann... da ist die Nummer. Auch eine kleine Tüte mit so ganz, ganz schönen Steinen. Sind auch facettiert und die glitzern richtig schön. Das von hinten sind sie lila. Silber und ja, da sind sie so rosa. Sehen wirklich auch ganz toll aus. Wie gesagt, getestet. Das ist auch ein kleines Tütchen. Das ist ja sehr praktisch, dass man manche Sachen in so kleine Tütchen machen kann. Dann haben wir als nächstes kleine Schmetterlinge, das ist die Nummer. Das sind so kleine Schmetterlinge, auch aufs Resin. Ich hole mal einen raus. Opala, jetzt ist die Tüte doch tatsächlich kaputt gegangen. Ah. So, das sind wirklich auch so ganz, 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 ganz kleine. Ja, jetzt sieht man es. Sind so ganz mini, richtig niedlich. Auch zum Aufkleben aufs Resin. Oh, wir haben es gleich schon geschafft. Es ist nicht mehr viel. Dann haben wir diese Sternchen. Das ist die Nummer. Die Sternchen mit der Nummer. So, das ist ein normales Paket. Aber da sind die Farben ein bisschen anders. Ich dachte, da wären mehr Farben. Und ich habe da so nur Blau und Orange. Ja, naja, macht ja nichts. Das sind auf jeden Fall diese Sternchen. So, das vorletzte, wir haben es bald geschafft, das sind Herzchen mit
der Bestellnummer. Wie man sieht, das sind auch so kleine glitzernde Herzchen. Die sind auch richtig schön. Auch verschiedene Farben in Rot und richtig klein. Sind 100 Gramm sind es. Achso, ich habe immer vergessen zu sagen, wie viel das ist. Aber man sieht ja Gott sei Dank da drauf. Beim nächsten Mal tue ich mal ein besseres. Hier sind im Übrigen 4000 Stück drin. Also man sieht auf jeden Fall immer hier, wie viel da drin sind. Und das sind hier ja 100 Gramm von den Herzchen. Ja, kommen wir zum letzten Artikel in der Bestellung. Und zwar sind das diese Strasssteinpicker hier. Und sowas habe ich noch nicht. Da ist die Nummer. Das ist auch ein kleineres Paket. Es gibt auch noch größere, wo man mehr bestellen kann. Aber drei werden erstmal reichen. Und die sind so irgendwie, habe ich gehört, aus so einer Wachsmine. Die spitzt man ganz normal an. Und ja, da kann man Strass damit picken, ne? Würde ich sagen. Ja, das war meine erste Bestellung bei Doreen Beats. Der Beutel ist leer. Es gibt hier so einen schönen Organza-Sack dabei. Das finde ich toll. Ansonsten gibt es hier noch die Rechnung, wo leider aber, glaube ich, keine Preise draufstehen. Nee, wie man sieht, steht keine Preise drauf. Und ja, also mein Fazit ist auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Bestellung. Es ging sehr, sehr schnell. Die Sachen sind ganz toll. Hier weiß ich nicht, weswegen da so normale Strasssteine dabei sind. Aber naja, eine Sache fehlt, glaube ich, auch noch. Die wird nachgeschickt, die war nicht lieferbar. Aber ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit Doreen Beats. Und das war auch nicht das letzte Mal, dass ich da bestellt habe. Und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja, und ja, das war's dieses Mal von mir mit meinem Eingekaufe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüssi!